So, meine Damen, meine Herren, ich fahre jetzt schon mal weiter. Der Tjalf ist gerade auch in unserem eigenen LKW-Klo. Ich ernte jetzt das, was er gesät hat. Mache hier Fernfahrten plus 1. Anwenden. So, Level 5. Enthusiast. Da sieht man diesem jungen Herrn noch an hier. Ein enthusiastischer Mann. So, jetzt, wo führt uns unsere Reise jetzt hin? Nach dem erfolgreichen Transport der Sexspielzeuge fahren wir jetzt nach San Francisco. I'm going to San Francisco. Kleidung. Ich fahre jetzt nach San Francisco. Kleidung. Von wo aus? Von LA aus. Mhm. Eddies. Wenn du übrigens... Soll ich nicht? Genau, Dynamit fahren. Wenn du hier drauf drückst, ja, dann siehst du nur die Aufträge, die von LA aus stattfinden. Ja, ich möchte Kleidung fahren. Das sind, wie viel IB sind Pfund, oder? Das sind Pfund. 34.000 Pfund Kleidung nach San Francisco. Mhm. Es wird erwartet bis spätestens Donnerstag, 10:45. Wir haben jetzt Mittwoch, 21:25. Nimmst du schon wieder auf? Ja. Ah. Ja. Okay. Ich war schon angefangen. Ich habe gesagt, dass du auch mal eben auf Toilette wirst. Ja. So. So, Fahren jetzt aber direkt von da aus ab, wo wir das andere abgeliefert haben. Haben aber die Fracht direkt... Wir haben die Fracht ja abgeliefert. Wie ist das zu erklären? Wir liefern doch jetzt für eine ganz andere Firma. Das ist richtig, aber wir fahren jetzt im Prinzip für uns selber. Aber... Wir müssen die Fracht jetzt nicht abholen. Die haben wir jetzt hier bei einer ganz anderen Firma auf dem Hof schon bekommen. Wir haben die Fracht... die wir gerade eben hatten, haben wir jetzt abgeliefert. Wir fahren jetzt zur nächsten Firma, um dort die Fracht abzuholen, die wir woanders hinbringen. Okay. Und der Typ gähnt jetzt. Wo, ja, das heißt, ich muss schlafen. Hol mal die Fracht ab und dann direkt zum nächsten... Hä? Nein, da nicht. Was ist das jetzt? Du fährst jetzt erstmal so, wie das Navi dir das sagt. Also fährst du einfach... Nein. So. Weiter. Ich muss doch jetzt irgendwo schlafen. Der fällt doch gleich... Fällt doch gleich, ja, weg. Hol erstmal die Fracht ab. Das sind 20 Minuten, die hast du noch. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, $540, einmal alle mitgenommen hier. Ach stimmt, wir haben jetzt wirklich keinen Auflieger. Ja. So. Das ist jetzt einfach nur die Zugmaschine. Einmal alle Autos mitgenommen hier. Und du fährst schon wieder zu schnell. Was ist das denn? So. Ja, wie soll er fahren? Die Ampel ist rot, du Horst. Ich weiß. So, es ist grün. Und auf der Hinfahrt nach Holland irgend so ein Zwischenfall mit so einem echten Trucker. Ich weiß nicht mehr was, aber wir machten zu eben diesen Trucker-Gruß im Vorbeifahren. So. Was ist das hier für ein... Ich fand das ganz lustig, in Las Vegas gibt es dann tatsächlich irgendwie so Billboard-Werbung für The Lion, The Monkey King ist das. Monkey King? Statt The Lion King. Das ist eine Parodie, die dort aufgeführt wird. Anscheinend. Sind wir gerade in Las Vegas? Nee, wir sind in Los Angeles nach wie vor. Ja, ich komme durcheinander. Aus Las Vegas. So. Ja, ich würde jetzt gerne mit dem Fahrer aussteigen und hier bei Active Fashion einkaufen gehen. Aber wäre es wahrscheinlich auch zu spät für. Es ist doch gerade mal 20:10. Ja, aber der Mann ist schon seit 4 Tagen wach. Surf and Skate. Das echte Geschäft hier. Ich glaube, nein. Nein, zu stark gebremst. Du bremst zu viel. Ja, ich sollte die Bremse ausbauen. Das ist eine Bar. Das wird schon ausgehen. Kann man hier im Spiel auch Alkohol trinken? Nein! Diese roten Ampeln. Könnte man auch abschaffen.
Ist das hier Chinese Takeout? Bordell oder Imbiss? Ich glaube beides. Beides? Kann man ja auch gut kombinieren. So. Chinese Takeout, anyway you're gonna eat pussy. Ja, wahrscheinlich. Job Sui mit Happy End. So. Du wirst jetzt gleich nach links müssen. Linke sogar. Das ist schon mal ein Fortschritt. Gibt es in den USA rechts vor links? Oder sowas? Nein. Habe ich mich schon gefragt. Oder linke Spur überholt einfach? Oder? In den USA ist es eher hold your lane. Also, jetzt musst du links. Auch in der Innenstadt. Das weiß ich nicht. Fahr! Achso, ist grün. Das ist ein grüner Pfeil. Grüner wird's nicht. Aber hier ist rot. Ist aber egal, oder? Das ist egal. Ich würde mich niemals trauen. Dürfte ich überhaupt mit dem deutschen Führerschein in den USA Auto fahren? Musst du vorher irgendwie vom Straßenverkehrsamt. Da hättest du jetzt reingemusst. Du musst dir vorher vom Straßenverkehrsamt einen internationalen Führerschein ausstellen lassen. Du musst hier auch keine extra Prüfung ablegen. Nee, musst du nicht. Nein. Boah, das war mehr Glück als Verstand, dass ich niemanden getroffen habe. Du musst keine extra Prüfung ablegen, aber die meisten Mietfirmen wollen, dass du mindestens 20 bist. 24. Wenn du so einen internationalen. Aber mit den Verkehrsregeln, die ich hierzulande lerne, kann ich auch da ohne weitere Kenntnisse fahren oder muss ich dann irgendwie so einen Ersatz-Upgrade-Kurs quasi machen, um deren. Nee, musst du nicht. Du musst halt versichern, dass du dich da irgendwie drüber schlau gemacht hast. Also, so. Ich dachte, den hätten wir jetzt schon angenommen. Ja, jetzt nehmen wir ihn erst an. Oh, und das wird sehr interessant. Vorhänge liefern. Kann man auch beides auf einmal liefern? Nee, du kannst nur eins von beiden liefern. Das sind zwei Anhänger hintereinander. Genau, und das wird sehr interessant. Das sehr schwierig wird und ich das wahrscheinlich nicht kann. Beides nice. Dieselbe Firma, 42 Print. Ist das eine real existierende Firma? Wahrscheinlich nicht. Nein. Kleidung oder Vorhänge? Was brauchen die Menschen in San Francisco eher? Ich würde sagen Kleidung. Kleidung. Was für Kleidung? So, der Auflieger steht bereit. Fahre zum Verlade. So, an dem musst du jetzt halt rückwärts ranfahren. Und den. Was muss ich jetzt machen? Nein, das war falsch. Wieso? Standortdrückeingabe. Ja, Drückeingabe, um das Auftragsangebot anzusehen. Aber du hast ja schon einen Auftrag. Hä? Du musst einfach nur zu diesem Auflieger, der da markiert ist. Wo denn? Da wo dieser Pfeil oben drauf ist. Und an dem musst du ja halt jetzt rückwärts ranfahren. Ach, rückwärts auch noch. Ja, vorwärts wird's schwierig. Probieren wir es mal. Schienenkameraperspektiven bräuchte man auch im echten Leben. Aber der Typ schläft doch ein. Haben wir jetzt noch die. Du musst es am besten jetzt. Was? Auf zweimal drücken. Und jetzt mit der Maus kannst du rum. Oder soll ich den mal kurz ansatteln? Nein. Ich hab nur Angst, dass der Typ jetzt einschläft. Und er schläft nicht ein, wir kriegen gleich nur irgendwie Halluzinationen oder so. Nein. Nicht so schnell! Nichts passiert. So, jetzt kriegst du einmal T. Dann wird er angekoppelt und dann kannst du losfahren. So. Alles nur so ein bisschen zu Schrott gefahren. Und wo gehe ich jetzt schlafen mit dem Typen? Hänge ich jetzt schon wieder irgendwo fest? Lass mich mal gerade. Wie soll ich da denn rauskommen? Einmal in die Gegenrichtung rückwärts fahren. Und eigentlich müsste das jetzt losgehen.
Okay. Sven war echt, Alter, beim Aufsatteln schon hängen geblieben. Das ist... Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber... Was habe ich denn gemacht? Kann man sich jetzt nicht abschleppen lassen? Doch, kann man. Müssen wir jetzt, glaube ich, auch. Wie teuer wird das? Wir werden es sehen. Kostet $800 und dauert 2 Stunden. Nur weil ich irgendwie einmal... Ja, müssen wir jetzt aber. Gedrückt habe. Anders kommen wir nicht raus. Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es auch nicht. Wo kommen wir jetzt? Wir werden irgendwo in Los Angeles rauskommen. Und wir werden an einer Werkstatt rauskommen. Und da kann man definitiv direkt auch... Schlafen. Schlafen, genau. In der Werkstatt? Nee. Ein Bett für müde Trucker. Wir können reparieren. Können wir auch den Fahrer reparieren? Oder? Wir können auf jeden Fall erstmal den Truck reparieren. Kostet nochmal 1000. Ja. LKW-Konfigurator. So, aber... Schlafen geht nicht. Doch, schlafen geht. Aber wie und wo? Wir können einen Puff fahren und fragen, ob wir nur noch schlafen können. Like, wer schon mal im Puff geschlafen hat. Ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, in so, fremden Städten. Wir satteln mal einmal kurz ab, dann ist es einfacher. Ich will auch nicht einen absatteln. Müssen wir das da auch gleich wieder einsammeln? Ja. Puh, glaub ich ja wieder irgendwo hängen. Wo ist nochmal in die örtliche Trucker-Bar und dann ab ins Bett. So, einmal hier schlafen. Dann hole ich mal gerade hier den Auflieger wieder. Ach, jetzt habe ich gar nicht hingeguckt. Wo haben wir jetzt geschlafen? McDonald's. Das war ein bisschen zu weit. Los geht's. So, ich habe jetzt mal wieder nicht gestoppt, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Deswegen fahre ich jetzt einfach noch mal eine Runde. Ja. Vielen Dank für den Schlafservice. Wir haben 410 Meilen vor uns. San Francisco. Eine Stadt, über die ich gar nicht so viel weiß, weil es keine NBA-Mannschaft da hergibt. Jetzt habe ich eine rote Ampel überfahren. Ja, es gibt die Golden State Warriors da, aber. Ach ja, das ist ja, aber. Oakland. Das ist ja... Wir sind in Oakland und nicht in San Francisco. Oakland ist auch nur so ein kleines Kaff daneben, ne? Ja. Aber das ist quasi deren Mannschaft. Ja. Also Golden State Warriors sind mir natürlich ein Begriff und ich wusste, dass sie aus Kalifornien kommen, aber ich wusste jetzt... Ja, im Prinzip sind die Warriors die Mannschaft der San Francisco was Leute. Was ist aktivierte Differentialsperre? Drück einmal auf V. Warriors spielen ja auch seit dieser Saison in einer anderen Arena. Ich weiß allerdings nicht, wo die ist. Lässt sich doch leicht rausfinden. Die auch sehr abgestiegen sind vom NBA-Finale zu aktuell vielleicht zweiter oder drittschlechtesten Mannschaft der Liga. Ich auch bedingt durch verheerende Verletzungen. Ja, du solltest nicht auf der rechten Spur bleiben, sondern ja, aber der Spur fährt gerade jemand. So. Recht, dass die Framerate teilweise arg in die Knie geht, wo ich nicht weiß, woran das liegt, weil ich hinter seinen Einstellungen... Jetzt mittlerweile sind die Warriors tatsächlich in San Francisco. Spielen jetzt im Chase Center. Ach, echt? In San Francisco. Mhm. Davor waren sie in Oakland. Ja. Was NFL angeht, gibt es in Oakland die Raiders und in San Francisco die 49ers. Wobei die Oakland Raiders jetzt zur nächsten Saison nach Las Vegas umziehen. Ist ja nicht
nicht so, weil ich finde das immer schwierig, wenn in US-Sportmannschaften umziehen. Was macht man denn dann als Fan? Weil die ja teilweise ans andere Ende der Welt umziehen, hier die Memphis Grizzlies, die vorher in Vancouver waren, was ja mal. Ja, oder Oklahoma City Thunder, die vorher halt Seattle Supersonics waren. Was machen die Fans? Das frage ich mich schon immer. Ziehen die Fans dann mit um oder sind die Fans. Oder jetzt die Charlotte Hornets, die aber eigentlich nicht die echten Charlotte Hornets sind, weil die echten Charlotte Hornets in New Orleans mittlerweile sind. Ja, als Pelicans. Ja, bin ich jetzt als alter Charlotte Hornets-Fan der 90er jetzt Fan der aktuellen Charlotte Hornets oder bin ich jetzt New Orleans Pelicans-Fan? Also, das finde ich mal sehr konfus. Ja. Das habe ich auch noch nicht so ganz ermitteln können. Wie man als US-Sportfan damit umgeht und was das überhaupt soll, dass diese so Vereine einfach immer umziehen. So als wäre Bayern München jetzt ab morgen Hamburg München, FC Hamburg. FC Bayern Hamburg. FC Bayern Hamburg, ja. Oder FC Hamburg Hamburg. Ja, muss man sich mal vorstellen. Oder FC Bremen Bremerhaven. Bremen zieht jetzt nach Karlsruhe um oder so. So, also hast recht, dass die Framerate hier teilweise arg in die Knie geht. Ich hoffe, dass man das sich noch angucken kann, ohne Augenkrebs zu kriegen. Oder sonstige Beschwerden. Ich hoffe, dass du weiter so fahren kannst, ohne einen Strafzettel zu kriegen. Ach, das klappt schon. Schon besser. Ich spiele mit denselben Einstellungen wie immer. Ich brauche einen. Also Laptops kann man ja auch so schlecht upgraden, was Spielefähigkeit angeht. Stimmt. Kann man nicht mal eben eine bessere Grafikkarte einbauen. Oder ist auf einmal also ein Helikopter erschienen am Bildschirm, am Himmelsrand. Das ist ein. Oh, sind wir hier rechts? Nee, links. Was ist das hier? Das ist die Bullen. Ein Unfall anscheinend. Ach, ein Unfall? Sorry, jetzt habe ich gehupt. Ich dachte, das wäre nur die Polizei. Es waren zwei Bullenautos und ein normales Auto. Also immer noch Mehrzahl Polizei. Entschuldigung, ich wollte nicht diesen Unfall anhupen. Ich dachte, das wären die Bullen, weil die wollte ich anhupen. Keine Unfälle anhupen. So, wir fahren jetzt noch 339 Meilen. Ja. Der Blinker geht auch gar nicht aus. Ne? So. Was sind diese orangen Felder eigentlich? Ist das nicht. Baustelle oder? Was steht denn da drauf? Ja, ich hab's nicht lesen können. Fahr schneller! Steht Stop. Uns nicht lesen. Bevor dieser wird ein LKW von den Bullen angehalten. Guckt, ob da verbotene Sachen drin sind. Warum fährt er denn so langsam jetzt? Zu wenig PS für zu viel Masse. Standard. Zu viel hochwertige Kleidung, die wir transportieren. Ja. Ich denke, diesen Furz hat man gehört auf der Aufnahme. Hoffe ich doch. Ja. So, hier steht Stop. Nein, ich konnte es schon wieder nicht lesen. Was mit Grades oder so? Grenades, bitte Handgranate. Steep Grades, aber was soll das heißen? Ja, es wird jetzt steil. So. Ich denke, dass ich jetzt hier schon lang genug aufnehmen, bei der nächstbesten Ausfahrt werde ich mal anhalten. Dann können wir mal wieder die Plätze tauschen. Können wir machen. Je nachdem, wann die kommt. Ja, fahr erstmal noch ein bisschen. Das ist gut, wenn man sich hier mal überwindet, mal mehrere Folgen auf einmal aufzunehmen, dann hat man eigentlich direkt Material für den ganzen Monat. Also. Das ist praktisch. Ja, und vor allem kommt man dann so ein bisschen in so einen Flow. Unfall verursacht? Wo bin ich denn vorgefahren? Ja, wahrscheinlich hast du jemandem so ein bisschen die Vorfahrt genommen, sag ich mal. Oh, Entschuldigung. Keine Absicht. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass ich mal mehr Sachen immer in einem Rutsch aufnehmen soll, weil ich oft immer fünf verschiedene Spiele abwechselnd jeweils einen Part aufnehme, dann aber selbst am nächsten Tag schon teilweise gar nicht mehr weiß, wo ich stehen geblieben war. Oh! Ups, hat nichts gekostet. Ja, aber du musst den Schaden verursacht. Ja, aber das stimmt, dann kommt man wirklich eher in einen Flow. Ja. Mal schauen. Ich finde das vor allem bei dem Spiel echt interessant, so da
denkt man sich so, ja komm, einen Auftrag mache ich noch. Oh, Scheibenwischer geht auch. Uns kann nichts passieren. Ich habe neue Scheibenwischer. Das war einer zu viel. Brauche ich die auch? Spiele? Ist das nur Kosmetik oder wenn es regnet, brauche ich den wirklich? Wenn es regnet, brauchst du die, aber die bringen nicht so viel. Habe ich zumindest beim Euro Truck Simulator das Gefühl gehabt, so viel bringen die nicht. Da fliegt schon wieder was am Himmel. Was ist das? Ist ein UFO? Wir haben an Neujahr das Ende von Independence Day auf Pro7 geguckt. Immer noch ein sehr guter Film. Danach ist ein richtiger Scheißfilm. Independence Day 1 finde ich gut. Independence Day 2 war... Gibt es einen zweiten zu? Ja, der lief vor... Und es ist ja sogar ein dritter geplant. Ich weiß nicht, ob der schon erschienen ist. Der lief vor, weiß nicht, zwei bis vier Jahren im Kino. Independence Day 2. Der erste bei allem Patriotismus und... wie soll man es nennen? Kitsch. War ja doch ein gut gemachter Film. Teil 2 ist aber wirklich absoluter Super-Trash. Super schlecht, super... In allen Kategorien. Also nichts an dem Film ist gut. Das ist aber auch von Roland Emmerich da, wo ich mich fragte, was mit dem passiert ist. Und es war direkt Teil 3 angekündigt. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht auch ein Michael Bay-Film? Also, ich weiß es nicht. Also rein von diesem Effektteischerischen und so weiter? Mal aus dem Spiegel benutzt, sonst wäre der mir nämlich voll reingerauscht. Ey Leute, jetzt lasst mich doch auch mal hier. Nee, also es ist noch gar nicht so lange her. Ah, jetzt fährt der mir hinten rein. Bin ich jetzt schuld, $1,080, nur weil der nicht guckt oder bremst? Ja. Ja, scheinbar. Aber wir haben jetzt ja ordentlich Geld auf dem Konto. Ach, ist nur wegen dem Kredit, ne? Richtig. Nee, vor ein paar Jahren war ich in Independence Day 2 und als Fan des ersten Teils. Ich meine, der erste ist jetzt auch von 1996. Ja. Das war natürlich auch ein bisschen Nostalgie, dass ich den noch gut finde. Aber Teil 2 ist wirklich katastrophal. Dann haben wir uns halt das Ende von Teil 1 angeguckt und dann direkt danach lief, ich glaube Pro7 war der Sender, Armageddon mit Bruce Willis. Das ist aber Michael Bay. Den ich tatsächlich auch noch nie gesehen hatte, wo ich auf so Weltuntergangsfilme eigentlich stehe. Bin ich aber eingeschlafen. Aber ich habe ein paar Mal Aerosmith gehört. Ja, aber jetzt überlege ich, ob ich mir einmal... Es ist schon von Vorteil, wenn die weibliche Hauptrolle in einem Film die Tochter vom Sänger von Aerosmith ist, dann kann man natürlich... Auf jeden Fall. Nee, ich überlege, ob ich mir den jetzt nochmal angucke, weil ich wollte den eigentlich mal sehen. Dann lief er zufällig im Fernsehen und dann schlafe ich ein. Also von... Ich habe den einmal gesehen, da war ich irgendwie 12 oder so. Also von den Effekten her ist das schon ziemlich geil, aber die Story ist halt... ist halt ein Michael Bay-Film. Ja, gucken. Sehr viel... Ich muss mehr dazu kommen. Sehr viel Fokus auf Effekte und auf Action gelegt. Ist ja immer so viel Ärger. Den Action-Teil habe ich dann völlig verschlafen. Ich habe den nur bis zu der Stelle geguckt, wo die irgendwie da für ihre Mission ausgebildet werden. Diese ja, es gibt irgendwie so diese Geschichte, dass Ben Affleck, der ja auch eine der Hauptrollen spielt bei Armageddon, irgendwann Michael Bay gefragt hat, warum es denn sinnvoller sei, Leuten von der Bohrinsel zu Astronauten auszubilden, als Astronauten das Bohren auf einem Asteroiden beizubringen. Ja, Bruce Willis, das woraufhin, so möchte. Woraufhin Michael Bay ihn dann wohl ziemlich stark beleidigt hat und ihm gesagt hat, dass er doch genau die Schnauze halten soll. Ja, zu Recht. Wie stellt sich denn ein, der Hund? Ja, es ist eine berechtigte Logikfrage. Ja. So, ich muss jetzt hier bremsen, aber ich fahre ja auch schon wieder zu schnell. So, was ist das für ein Auto? Sportwagen vor uns. Oh, hier sind Windräder. Wiegestation, Umleitungsdienst. Was ist eine Wiegestation? Das hatte ich schon mal. Ja, du musst gleich zu einer Wiegestation fahren. Aber was ist denn überhaupt eine Wiegestation? Ja, nächster Aufstieg musst du raus auf eine Wiegestation. Wollen die den Fahrer wiegen, ob der zu fett ist? Nee, wollen die Fracht insgesamt wiegen. Warum? Ist irgendwie in den USA eine Vorschrift. Keine Ahnung. Mal gucken, dass da kein Koks drin ist. Oder? Ja, so ungefähr. Dass da nur das drin ist, was du angibst, was drin ist. Die wiegen jetzt den Fahrer und gucken, ob er zu fett ist. So, halten sie am LKW. Und könnte man jetzt hier auch theoretisch mogeln, dass die mich jetzt bestrafen? Nein. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, diese Aufnahme zu beenden. Ja. Wir wechseln jetzt mal die Plätze.
Ich setze mich wieder auf den Beifahrersitz.